Hallo und herzlich willkommen zu ODTR Spieltag Nummer 6. Heute geht es ran gegen Lolome, der bisher ungeschlagen ist, und ich hoffe, wir können es heute ändern. Wir sind zwar schon in den Upper Playoffs drin quasi, aber der Sieg hier gibt uns die Möglichkeit, noch auf Platz 1 zu kommen, direkt ins Viertelfinale zu kommen, was natürlich sehr, sehr geil wäre. Würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Matchup ist ein bisschen ätzend. Fiaro könnte er mitbringen. Vermiebs könnte er mitbringen, sieht teilweise sehr gefährlich aus. Trikefalo hoffe ich, dass er es nicht dabei hat, weil es sieht eigentlich nicht so geil aus, aber mit dem Team, was ich dabei habe, leider schon. Funipurba sehe ich nicht. Lumiflora, ja, ist immer ein bisschen nervig, vor allem mit den Hazards. Rotom Wash sehe ich auf jeden Fall physisch defensiv. Monetigo sehe ich auch irgendwo, muss aber nicht unbedingt sein. Hariyama sehe ich. Terra normal, I guess. Lokroko kann dabei sein, aber glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Pampros, ultra scary. Pampros ist ein Riesenproblem. Spensidias ist auch ein Problem, wenn das Klebenetz legen will, weil Hazards sind ein gigantisches Problem für uns heute. Und Silembrim sehe ich eigentlich auch nicht, aber wenn das mitbringt mit Trick Room, wäre sehr ätzend. Ja, was haben wir dabei? Wir haben Barakiefer dabei, weil der richtig, richtig scary aussieht. Mit dem Leben Orb und auch im Regen tatsächlich. Und unser erster Regensetter ist Toxicroak, komplett speziell defensiv. Und auch da, um den Nasty Plot auf Yuyu zu passen, was unser nächstes Mon ist mit den Plateauschuhen hier. War mir wichtig, falls das Klebenetz einfach rausbekommt und seine Tarnsteine, seine Giftspitze und so weiter, dass wir da die Plateauschuhe eben drauf haben. Dann habe ich einen Wolverock dabei, womit ich mir echt nicht sicher war. Ich habe lange überlegt, was für ein Set. Letztendlich einfach ein Focus Sash mit SD. Aber ob es jetzt wirklich so gut aussieht, weiß ich nicht, weil er hat echt viel, was es gut wallen kann. Ja. Dann habe ich einen Brutalander dabei mit Terra Drache und Drachentanz und Outrage sieht hier brutal gut aus. Also das kann fast alles one-hitten, wenn wir einen Hochmut-Boost haben. Und dann habe ich noch, was habe ich noch dabei? Ach ja, Drift-Zeppeli zum ersten Mal. Hier komplett physisch defensiv, weil der gut Hariyama handeln kann. Der kann Vermiebs sehr, sehr gut handeln. Und da noch ein bisschen tricky Sachen mit drauf. Hier auch nochmal den Regen und schauen wir mal, wie das Ganze so laufen wird. Und dann mache ich einen Cut bis zum Kampf. Bis gleich. Also Pampros Lied, also das ganze Lied-Matchup ist super, super ätzend. Ich habe keinen Bock auf den Lied. Ich weiß nicht, wie ich leaden soll. Er hat kein Pampros. Oh mein Gott, aber er hat dafür Trikefalo. Uff, und er hat Lokroko, okay. Er hat Rotom Wash, ja. Er hat Hariyama. Er hat Monetigo. Er hat auch kein Lumiflora. Und er hat Fiaro, okay. Weird. Sehr weird. Womit möchte er leaden? Er hat keine Hazards, also nicht unbedingt Hazard kann. Doch. Trigefalo kann theoretisch Hazards haben. Aber hier ist es doch immer ein Brutalander-Lied, oder nicht? Das sieht doch hier sehr, sehr gut aus. Er könnte natürlich mit Trigefalo leaden. Wird er hier mit Trigefalo leaden? Er kann auch mit Fiaro leaden, theoretisch. Nee, ich glaube. Tatsächlich ist ein Wolverop-Lied hier besser, weil er eben kein Pampros hat. So, deswegen liegen wir mit Wolverock. Weil der sah nur gegen Wolverock halt. Und halt, okay, gegen Rotom ist er auch nicht so gut. Ups. Nein, 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 nein. Ich habe nur 5. Moment. So, okay, jetzt mit 6 Mons. Wir haben schon gesehen, Lead-Matchup ist Katastrophe. Tatsächlich. Aber da kann ich hier direkt mal gucken. Der wird sehr wahrscheinlich physisch defensiv sein. Wir können theoretisch für ein SD gehen. Aber ob das so smart ist, ist die andere Frage. Wir können auch einfach in Toxic-Quark mal gehen und schauen, was wird er dann reinholen? Ha, dann wird Fiaro kommen, sehr wahrscheinlich. Wolverock sieht hier nicht so wichtig aus. Ich würde einfach mal tatsächlich ein SD rausholen. Ich würde hier einfach mal ein SD rausholen. Okay, er geht einfach für den Volt-Switch und er scarft. Das ist interessant. Er scarft. Okay. Das ist gut zu wissen. Goldjunge kommt, okay. Ist er auch scarf, ist die andere Frage. Spielt er Double Scarf? Wir haben den SD raus. So.
kann auch einfach hier den Nahkampf oder so prevented haben. Wir gehen mal für den Schlagbohrer und schauen, ob der Scarf ist. Er ist nicht Scarf. Und damit droppt er direkt. Das nehme ich. Das nehme ich auf jeden Fall. So. Damit ist Monetigo direkt down. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Puh, der macht nämlich Ultra Pressure. Okay, jetzt kommt der wieder, der ist Scarf. Okay. Aber ein Voltwechsel könnte eine Roll sein, killt uns aber eigentlich nicht. Wir gehen hier in Toxic, weil wir sind komplett speziell defensiv. Und schaut, wenn er für die Hydro-Pumpe geht, haben wir die Trockenheit. Er kann sich eigentlich nicht erlauben, hier die Roll einzugehen mit dem Voltwechsel. Macht das, er geht für Donnerblitz, okay. Das sollte... Ah, okay. Und er kriegt die Para. Die Para ist sehr, sehr nervig. Die Para ist richtig, richtig nervig. Gut, was wollen wir hier machen? Oh, die Para, die... Oh, die ist zum Kotzen, tatsächlich. Die ist wirklich, wirklich zum Kotzen. Wir gehen für den Ränkeschmied, I guess. Er geht hart raus, okay. Wenn Fiaro kommt, ist nervig. Ja, das ist Fiaro leider. Dann wäre es hier Baton Pass gewesen, okay. Die Frage ist nur, ob er hier einfach jetzt für Brave Bird geht. Geht er hier einfach für den Brave Bird? Will ich das Risiko eingehen? Ich muss, I guess. Ja, ich gehe für die Staffette. Ja, geht einfach für den Brave Bird. Okay, damit droppen wir. Gut, damit droppen wir. Okay. Aber jetzt bekommen wir Mens rein. Wir bekommen hier Mens rein. Und bekommen einen Free SD. Wir bekommen hier Free SD. SD, sage ich. Wir bekommen Free Dragon Dance. So, und wir gehen auch für den Drachentanz. Wir Terran hier noch nicht. Jetzt wäre die Brunosbär halt ultra geil. Er geht für die Kehrtwende. Okay, er ist schneller als wir. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Jetzt könnte Locroco kommen. Hier könnte Locroco kommen. Wenn der Irrlicht hat, ist nervig. So, wie viel machen wir? Dios Mios, das ist doch Locroco. So, wie viel machen wir dem? Mit einem Erdbeben. Oh, wenn der Fistiff ist, können wir über 50% machen. Ich würde es auch mal rausfinden wollen. Will ich das, wenn jetzt Irrlicht kommt, ist mies, ne? Wenn Irrlicht kommt, ist mies. Ah, dann können wir uns weiter... Ah. Nee. Ich gehe raus. Ich gehe hier raus in Jindal. Ich will das Irrlicht nicht riskieren. Irrlicht möchte ich hier nicht riskieren. So, was macht er? Was macht er an der Stelle? Es kommt Irrlicht. Okay, sehr gut. Wichtig. Wichtig, dass wir das Irrlicht prevented haben. So, und ich gehe hier immer für eine Finster. Nein. Er wird rausgehen. In Trikefalo gehe ich davon aus. Er wird hier in Trikefalo gehen. Und dann können wir hier in den gehen. Hariyama könnte auch kommen. Wäre auch in Ordnung. Ja, wir gehen in Wolverock. Wir doublen hier. Wir doublen hier an der Stelle. So. Ja, er geht raus. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Der Noob kommt. Okay. Das ist Trikefalo. Ist der Scarf? Vermutlich nicht. Und wir können hier free für den Nahkampf gehen. Wir gehen auch free für den Nahkampf. Okay, er geht raus. Jetzt wird sehr wahrscheinlich Fiaro kommen. Ja, es kommt Fiaro rein, okay. Gegen den haben wir aber den Turbofelsen danach. Bitte kein Burn. Bitte kein Burn. Okay, Drop, ja. Und kein Burn. Okay, wir gehen hier immer für den Turbofelsen. Kann er predicten, ja, klar. Aber will eigentlich niemand wirklich abbekommen, außer Hariyama vielleicht. Kann er predicten. Er überlegt auch. Okay, er predicted nicht. Damit ist der auch da. Und Wolverhawk hat den zweiten Kill. Und wir bekommen den Burn. Oh nein. Oh, der Burn ist jetzt nervig. Ja. Das ist jetzt nervig, dass wir den Burn jetzt tatsächlich noch bekommen haben. Aber okay. Okay, wer kommt jetzt rein? Holt er jetzt hier Hariyama rein, ist die Frage. Holt er hier Hariyama rein?
Er wird auf jeden Fall nicht Scarf auf Trikefalo sein, weil sonst wäre er nicht. Okay, es kommt Hariyama rein. Dann greifen wir den jetzt aber auf jeden Fall an. Wir greifen den hier immer an. Nein, nicht Terran. Wir gehen hier immer für den Nahkampf. Patronenhieb sollte uns hier tatsächlich schon killen. Okay, er greift. Das macht ja nichts. Bitte greif uns einfach an. Bitte greif uns an. Okay, Ableithieb, ja. Okay. Ableithieb. So. Und jetzt gehen wir in. Okay, er ist Adrenalin. Er ist ein Adrenalin-Set. Das heißt, wir könnten in Brutalanda gehen. Wir gehen hier auch in Brutalanda und drücken Wutanfall. Wir drücken hier den Wutanfall. Hier kommt nichts in Terra-Wutanfall rein. So. Wir brauchen keinen Dragon Dance, weil Trikefalo nicht Scarf ist. Zumindest hat er es so gespielt, dass es nicht Scarf ist. Okay, er bleibt drin. Aber der sollte doch immer droppen. Der droppt doch immer hier an der Stelle. Full KP droppt er auf jeden Fall immer. Wenn er kein Death Investment hat, ist der hier tot. Der Terrat auch. Steel. Terra Steel. Ist er Steel? Er ist nicht Steel, er ist normal. Okay, dann droppt er hier immer. Der droppt immer. Außer er hat halt Death Investment, was ich aber nicht glaube. Ja, wobei, der Nahkampf hat jetzt nicht so viel. Ja, wobei. Er ist down. Okay, damit ist Hariyama weg. Wichtig. Wichtig, wichtig. So. Wichtig, wichtig. Er kann uns jetzt natürlich burnen. Wir haben aber einen Hochmut. Ja, jetzt wird Lokroko kommen und uns burnen. Jetzt wird Lokroko kommen und uns burnen. Dagegen können wir nichts tun. Ja, dagegen können wir nichts tun, leider. Critten wäre jetzt natürlich sehr geil. Oder der Miss von ihm. Auf dem Irrlicht-Miss hoffe ist schon ein bisschen bitter, ne? So, okay, das macht über 50% auf jeden Fall. Life-Op-Damage bekommen wir. Wir bekommen die Verwirrung direkt, was nicht so geil ist, glaube ich. Irrlicht trifft, okay. Irrlicht trifft. Aber wie viel haben wir dem gemacht hier? Lokroko, der ist Fistef. So wie das aussieht, der ist Fistef. Wir können ihn killen mit Erdbeben. Ne, Quatsch hier, das Wutanfall macht mehr und ich gehe auch dafür. Ich gehe dafür, dass wir durch die Verwirrung kommen und die Roll bekommen, um ihn zu killen. Dafür gehe ich jetzt hier an der Stelle. So. Geht er raus, ist die Frage. Rotom tankt ihn. Ja, so gut tankt Rotom den gar nicht. Ja, das war nervig, dass wir jetzt schon die Verwirrung bekommen haben, tatsächlich. Das war wirklich, wirklich nervig. So. So, so, so. Aber Barakifa sieht. Ja, wobei. Gegen Rotom halt nicht so gut aus. Komm. Ja, wir kommen durch, das ist schon mal wichtig. Und eine Roll, mit der wir ihn killen, wäre optimal. Nice, der ist down. Wichtig. Wichtig. So, und jetzt muss hier eigentlich. Wobei Rotom killt uns nicht. Und jetzt haben wir zwei Hochmut-Boosts. Also, wenn wir durch die Verwirrung kommen, dann killen wir auch so. Dann killen wir auch so, wenn wir durch die Verwirrung kommen. So, Mensch sieht jetzt wieder scary aus. Okay, es kommt Rotom. Der ist offensiv. Der sollte trotzdem dann droppen. Der sollte droppen. Okay, ich kann jetzt eh nichts auswählen, weil wir auf Outrage gelockt sind. Ja, Brutalanda soll Kills holen. Das ist wichtig, dass Brutalanda hier Kills holt. So, es kommt Voltwechsel. Der killt uns niemals. Ja, stimmt natürlich, dass er Scarf jetzt kommt. Ja, okay, Trikefalo droppt aber, wenn wir durchkommen. Der droppt ja auf jeden Fall. Der droppt ja auf jeden Fall. Komm bitte durch, bitte komm durch. Bitte komm durch, Brutalanda. Komm schon. Yes, wir kommen durch. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Damit ist auch Trikefalo down.
Boah, Bruder Lambda, so ein Biest. Und die Kills sind so wichtig für die Killrangliste. So. Okay, jetzt kann uns Rotom killen. Können wir wechseln? Nicht wirklich. Ich kann das Risiko nicht eingehen, zu wechseln. Oh, der ist tatsächlich noch scary. Der ist tatsächlich noch scary. Donnerblitz kommt. Okay, er lockt sich auf Donnerblitz. Ja, okay. Ach ja, wir können ja gar nicht raus. Wir waren immer noch gelockt. Wir haben hier, jetzt haben wir die Free Turns bekommen, leider. Okay. Dann ist Brutalanda down. Rotom bekommt einen Kill. Und da er auf Dingens gelockt ist, können wir hier eigentlich in Jinbei gehen. So, wobei. Wir killen den halt gar nicht. Ist das Ding. Die Frage ist, wie viel macht er uns? Wie viel macht er uns hier an der Stelle? Okay. Das sind keine 50%. Wir haben auch keine Para bekommen. So. Okay, haben wir überlebt. Keine Para. Sehr schön. Damit bekommst du Juju auch noch einen Kill. Sehr geil. Und damit haben wir gewonnen. Das ging schneller als erwartet. Weil, also Pampros wäre so scary gewesen. Holy. Aber mit dem offensiven Rotom habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Also gar nicht. Physisch-defensives Rotom hätte so gut gegen mich ausgesehen. Aber okay. Kann man machen. Königsmörder. Ich habe ihn gestoßen und ja, das war sehr wichtig für uns. Schönes 3:0 müsste es gewesen sein. Ja, 3:0. Perfekt. Und wenn es euch gefallen hat, schaut nächstes Mal wieder an. Da geht es dann gegen Yami ran, den Angstgegner natürlich. Und bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.